Now I done grew up around some people living their life in bottles. Right now they have the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. 3, 2, 1. So, meine Damen und Herren. Ach, einer meiner Worte ja normale Ankündigung mal, aber mich hat gerade der Sound meines Songs ein bisschen angetörnt, deswegen. Hallo. Eine hey, hier, Papier, ja, komm, noch mal von vorn. Ja, was, ja. Was soll das, Mann? Was soll was? Ja, nee, einfach hier, ich nehme den Schwein. Ich will Bier trinken, bleib ruhig. Komm mal runter von deinem Hohn raus. Alter. Wie lange will das noch gehen? Konzentrieren. Also Leute, das ja. Ist. Das war die Runde. Bekommen wir das. Nee, bekommen wollen. Ja, das war's dann für heute. Wir sehen das dann beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss, die kommt hier. Also wenn wir jetzt schon mal das Bild, der hat jetzt einen Weltblinde gemacht. Was hat er? Der würde jetzt einen Blinde machen, so raus. Und dann wieder rein. Oh, ja, endlich habe ich mal Monster gezogen. Ich spiele diese Karte verdeckt. Du bist. Was du kannst, kann ich schon lange. Nur leider in den Angriffsmodus. Nee. Setz Exodius in den Verteidigungsmodus verdeckt. Exodius kannst du gar nicht beschweren, weil du kein Monster auf dem Friedhof hast. Weiß. Ah ja, Leute. Gut, dann setzt man. Schon wieder Weihnachten, Alter. Bald ist so weit. Ja, es ist so dann krank. Der Weihnachtsmann und tritt die Tür ein. Und entführt ihn. Ja. Von ihm entführt. Nein, ich will keine Karte aktivieren, Ende Spiele. Ich wünsche mir vom lieben Weihnachtsmann ein ordentliches Spiel. Und welches denn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja toll, jetzt habe ich keinen. Ja, komm, nimm einfach das. Pendelmonster. Geil. Ja, ich wünsche mir sowieso diese Weihnachten, ich wünsche mir nichts. Für mich ist Weihnachten einfach nichts. Als Kind hast du dich gefreut gehabt. Und jetzt ja, ich in den Arsch geschoben bekommen hast. Ja, so ungefähr. Ja, du hast Geschenke, du darfst es auspacken. Das war wie für die Ossis ein Wes. Das war wie für die Ossis ein Wes-Paket zu öffnen. Ein Wes-Paket, was? Nee, kennst du es nie? Gut, du kennst es nicht. Ich kenn's auch das Gefühl nicht. Aber damals war ja die Ostleute, wo die wohl getrennt war, haben die immer Pakete vom Westen bekommen. Und das waren Pakete, so, auf die hat man sich ja gefreut gehabt. Und die hat man aufgerissen, so wie wir Kinder. Und das Schöne ist ja daran, dass, wo kann der mich angreifen? Achso. Ach, das ist ja richtig mies. Leute. Und doch, eigentlich ist es nett. Doch, mach mal so. Obwohl ich eigentlich gerade bescheuert bin. Weil ich hätte auch deine Pendelmonster nehmen können anscheinend. Ja, das bringt dir ja richtig viel. Die haben ja auch beide nur sogar weniger ATK. Nee, die haben 2300. Theoretisch, das wäre jetzt interessant. Die haben ja 2300. Was ein offenes Monster zerstören, das wird zerstört, das nehmen wir. Dafür überspringen wir die nächste Phase zum Ziehen. Deine nächste Phase. Und ich bin die Runde. Genau. Deine nächste. Aber es ist auch wirklich so, als Kind hast du dich gefreut, für mich ist das jetzt im Moment, ich gehe zu meinen Eltern, wir essen Bratwurst und ein bisschen Nudelsalat, es wird Geschenke übergeben und das war's.
Das ist bei unserer Familie Weihnachten. Silvester ist da rum, dumm rumsitzen, müssen wir was in die Luft knallen, so ungefähr. Ach, Silvester ist für mich eh einfach unnötig. Ich meine, du ballerst. Einfach nur, du sagen wir mal, du zündest einfach nur Geld an. Du zündest ja an, es fliegt weg und dann ist es kaputt. Ja. Du kannst auch gleich Geld anzünden. Dann habe ich denselben Effekt. Es ist so eine Auslegesache. Weil, ja gut, schön. Weil meine Sache, wie ich das sehe, kommt auf an, was du machst. Der eine Kumpel kauft sich, oder Kollege, für 500 Euro holt er sich Knallzeug. Mindestens 500 Euro. So. Und deswegen ist es für mich so, ja, ich sag immer 30, 40, 50 Euro Lichtzeug und gut ist. Und das ist dann für mich so das Maximum. Dann mein Bruder noch mit seinen 50 Euro, dann haben wir zwei Batterien, dann kommen noch ein paar Nachbarn, die ein bisschen Licht machen und auf dem Dorf, dann leuchtet das halt herum und das ist geil. Sehe man an anderen Videos, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber einfach mal bei mir Silvester-Videos reingucken, das ist für mich Silvester. Ich will keine Werbung machen, aber schaut mal bei wem vorbei. Ja, für mich ist es so. Für mich ist Lichtzeug, kriegst du rum und ist einfach, schön. Okay. Wusst, Alter. Nein, ich habe ihn nicht in. Ach, fuck. Oh. Ah, toll. So, beim letzten Mal haben wir ja ein ernstes Thema angesprochen und da wir dasselbe, das alles am selben Tag aufnehmen, weiß ich gar nicht, wie die Kommentare waren. Ja, deswegen würde ich sagen, darf der Alex mal erzählen, was er für nächstes Jahr geplant hat. Was habe ich für nächstes Jahr geplant? Wahrscheinlich wieder Gamescom. Gamescom, du warst auf der Gamescom, was? Ja, dieses Jahr war ich ja Gamescom gewesen und nächstes Jahr möchte ich wahrscheinlich geplant auch wieder, weil zwei Gründe. Erstens, mir gefiel der Retro-Laden. Wo ich wieder was holen möchte. Und für meine NES, wahrscheinlich will ich mir auch ein N64 holen noch. Und die Aftershow Party hat mir auch richtig geil gefallen. Aftershow-Party. Naja, mit Saraza hier, die Games, wie heißt die? Games Party, Com Party oder Com, bis jetzt sie. Und das war geil gewesen, muss ich sagen. Auch wenn ich überlege schon, ob ich nie ein Zelt dieses Mal mitnehme. Jetzt habe ich tatsächlich schon wieder vergessen, diese Cobra in Angriffsmodus zu packen. Aktivieren den Effekt. Das ist mein Plan. Außerdem will ich nach Hamburg fahren. Was willst denn du in Hamburg? Wollte ich die Modelleisenbahnwelt anschauen. Und was für eine Arbeit? Die Modelleisenbahnwelt. Modelleisenbahn. Ja, ich war damals schon so ein riesen Modellfan und machen wir es mal immer noch so. Also es ist immer noch so für mich. Weißt du, dein Reflektor-Lump geht mir ziemlich auf den Keks, weil ich kann dich halt nicht angreifen. Ja. Und dann so ein bisschen Hamburg noch gucken. Mit meiner Schwester will ich dann einen Monat hinfahren. Ist deine Schwester? Ein Monat! Vier Tage, vier, fünf Tage. Ja, meine Schwester ist 12, ne? Also dann ist sie 12 und meine Eltern haben gesagt, ja, okay, Problem. Ja, nimm sie einfach mal mit, ne? Kannst sie ja mal einführen. Die Eltern haben Ruhe. Die Eltern haben Ruhe. Ah, das Kind ist aus dem Haus, Alter. Okay, ach so, Party, ja. Das geht natürlich auch. Hausparty.
Oh. Was sind deine Pläne, so einer? Wie damals im College, richtige Hausparty. Was sind deine Pläne? Erzähl mal schön. Ja, also das waren meine Pläne. ja, geil. Ja, also. Was hast du mit YouTube vor? Eigentlich genauso viele Pläne wie der Alex hat. Ne? Was hast du mit YouTube vor? Willst du da weitermachen? Willst du täglich was bringen? Willst du aufhören? Hast du keinen Bock mehr? Alter, sag jetzt, Alter, ich bring doch täglich was. Ja, aber kann sein, dass du keinen Bock mehr hast. Nur wenn der Dünnpfiff halt nicht funktioniert. Tschüss. Oh nee! Obwohl, doch, danke. Das ist schön. 2900 ATK. Ich gehe immer noch auf in gute Hoffnung. Lege aus deiner Hand. Ah, du hast wieder zu viele. Pendeldeck mit kombiniert mit drei Götter. Eigentlich bin ich doch ein bisschen unfair. Bin ich bescheuert im Kopf? Nee, scheiße, ich bin richtig im, gut. Ich bin nicht bescheuert im Kopf. Mir fehlt 100 um deine oder 200 um deine scheiß Kobra zu besiegen. Ja. Mir fehlt ein Monster, um dich mal richtig zu fisten. Ja, Angriff. Die Frage ist, ob ich noch die ganze Zeit das noch hinkriege. Es ist irgendwie eine Traurigkeit, dass ich dich die ganze Zeit mit der Kobra angreife und du die ganze Zeit den Schaden kassierst. Ah ja, das ist schon traurig. Endlich! Was? Endlich! Ja, ich würde sagen, endlich! Ja, dass du mal angegriffen hast! Ach! Bisschen Freiheit! Yeah! Was habe ich jetzt kein stärkeres Monster als 3000. Wow! Oh, nochmal Kunst des Beschwörers. Holen wir uns halt einfach noch einen metaphysischen Drachen. Hm. Oh, machen das altbekannte Spiel. Na, wer hätte das gedacht? Und holen uns einen metaphysischen Drachen aufs Feld. Oh! Yeah, boy! Und du bist dran. Nein! Oh, ich vergesse immer die Kobra, Mann. Jedenfalls krieg ich deine Kobra besiegt, ist mir scheißegal. Nee, du musst eine Runde warten. Oh. Fuck. Aber das ist mir jetzt mir bringt das auch nicht mehr. Gut, okay, deine Kobra kommt eh diese Runde wieder. Ja, irgendwie schon. Oh! Nochmal Kunst des Beschwörers. Und ich rufe Drachenhornjägerin. Aber ich spiele sie nicht, denn es gibt mir viel coolere Karten. Ja, deine Scheißkobra. Staubtornado. Von die Scheiße ist, jedes Mal diese Animation sich reinzuziehen. Die ist echt nervig. Alter, das ist so grauenvoll. Und das dauert immer so lang. Ja. So, hier 3000 nimmt man schön bisschen Schaden noch mal. Eigentlich hat das gar nichts gebracht. Für dich nicht, ne? Oh mein Gott, ein riesen Asteroid schlägt auf die Erde zu. Wann jetzt schon wieder? Hast du ein neuer Asteroid? Asteroid? Ja. Nimmt ein Asteroid außerirdischen Kurs auf die Erde in wenigen Jahren. Ja, also mein Thema des Tages lautet: Welcher Islam passt zu Deutschland? Was? Ja, steht da. Das ist das Thema des Tages bei mir. Also bei mir wird jetzt hier
Die hat den schon am 16. Juni berichtet gesehen und jetzt kommen sie erst an. Frühestens August 2018. Aha. Eine Auswirkung, Zukunft. Vor allem frühestens könnte er am 8. August 23 treffen. So. Und wann ist spätestens? Und Auswirkungen näher Zukunft am 3. 24, August 24. Oh ja, das ist gut. Und am 1. 25, August 25. Äh, 1 zu 30 Millionen. Sich jetzt bestimmt, mhm. Alter, ist der Typ eigentlich komplett auf den Kopf gefallen? Nee, nicht. Nee, nicht. So, ja. Bei dir ist immer irgendwas dahinter. Ja, jetzt darfst du wieder die dumme Animation sehen. Ja, ich hab kein Bier mehr dafür, um die zu ertragen. Ja, noch eine Kobra. Und Angriff mit zwei Kobren. Kobren? Sagt man das? Keine Ahnung. Kobras. Also wir sagen Kobra, weil es ist meistens so. Die Kobras. Yeah. Ohne noch. In vier Runden. Geteilt durch zwei. Also in zwei Runden. Also von dir aus gesehen. Zwei Angriffe von mir, jetzt habe ich's. Ach du heilige Kacke. Was ist denn mit Alex los? Ja, ich kann diesmal machen, Leute. Selbst mein Plan, den ich wieder habe, den ich endlich mal ändern, wenn zeigen würde, geht nicht, weil er mir immer in die Quere kommt. Ja, komm, zerstöre. Bringt eh nichts. Oh, magische Zylinder. Hätte eh nicht gebracht. Ja, ja. Oh, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was hätte ich jetzt gedacht? Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns einfach morgen wieder. Nee, doch, bei mir schon morgen. Oder später? Ach, beim nächsten Mal. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich bin jetzt mal gespannt. Schaut mal bei Alex vorbei. Hä? Ne? Schaut mal bei Alex vorbei. Ja, so, ne, macht auch guten Content. Mal Spaß. No! Ach Leute, ich habe meine Kopfhörer schon weggeworfen. Ich höre jetzt Enderman nicht mehr zu, weil ich einfach keinen Bock dazu habe. Ich will aufgeben, aufgeben. Och, gibt's doch! Ich werde jetzt extra. Ach, was? Hä? Ach so! Hey Enderman, wie geht's dir? Ah, hallo? Ich hab vergessen, dass es auch deine Monster zerstört. Ja, natürlich. Hallo, was haben wir das zu raten? Ja, mach! Ja, also wie gesagt, schaut auch Leute, ich gehe. Ich mach glaube ich langsam schon mal den Fernseher an. Ich habe schon die erste Simpsons-Folge verpasst. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ja, ja. Na naja, gut, verpasst noch nicht, aber der hat ja schon angefangen. So, mit meiner Lieblingskarte habe ich dich in die Leute, wir machen jetzt schnell Schluss, weil wir haben doch länger gespielt, als wir dachten. Leute, wenn ich denke. Ja, ciao.